Wir sind auf dem zweiten Innovationsforum zum Thema Smart Factory, eine gemeinsame Veranstaltung vom TÜV Süd und dem Munich Network. Es geht ums neue Denken, wie TÜV Süd-Vorstand Axel Stepkens sagt. Der Gesprächsbedarf dafür ist enorm, denn das Feld ist weit und viele Facetten fürs smarte Produzieren sind noch offen. Dass da noch viel Luft nach oben ist, mag auch die Aussage von Jaideep Rajee dokumentieren. Denn es mag in Fabriken heute Flexibilität eingezogen sein, smart ist die Herstellung von Waren noch lange nicht, sagt der gelernte Nanoingenieur, der heute als Berater tätig ist. Und auch das keine wirklich neue Erkenntnis. Nicht alles, was in der intelligenten Fabrik machbar ist, ist auch sinnvoll. Boeing und GE zum Beispiel haben auf alles einen Sensor gepackt. Hunderttausende Sensoren haben irgendwelche Prozesse metrisch erfasst und alles nur in der vagen Hoffnung, dass aus den Unmengen von Daten irgendeine sinnvolle Erkenntnis erwachsen könnte. Das ist genau der falsche Ansatz. In Deutschland sind einige Unternehmen den genau umgekehrten Weg gegangen. Sie haben Teile der Prozesse herausgegriffen und dort Sensoren angebracht. Was schon heute richtig smart ist, ist dieser Handschuh. Das Stück Stoff mit eingebauter sensorgestützter Intelligenz des Münchner Jungunternehmens Smart Glove findet bereits weltweiten Absatz. Hilfreich in der Logistik bis in den Maschinenbau, einfach überall dort, wo mit Händen produktiv gearbeitet wird. Ein potenzieller Absatzmarkt von immerhin 200 Millionen Menschen. Die Digitalisierung verändert die industrielle Produktion nicht nur operativ in den Werkhallen. Für etablierte Unternehmen geht es dabei auch um die schwierige Balance zwischen Innovation und Tradition. Die Experten sprechen deshalb gern von der erforderlichen inkrementellen Vorgehensweise. Und natürlich keine Veranstaltung über Industrie 4.0 ohne das omnipräsente Thema IT-Sicherheit. Das heißt, das Argument, na, ich bin zu unwichtig, ich bin zu uninteressant, das können wir damit mit Daten wirklich widerlegen. Aber die Frage nach der konkreten Lösung lässt keine Pauschalantwort zu, denn was ist notwendig und was ist verzichtbar? Anders gefragt, wie hoch baut man eigentlich den Zaun, den man baut? Und was umschließt er? Und was ist wirklich schützenswert? Und wo kann existenzbedrohende Schaden entstehen? All das sind Fragen, die stets im Einzelfall zu beantworten sind. Und die Antwort darauf fällt höchst unterschiedlich aus, je nachdem, wen man fragt. Wer den Zaun gern hochbauen möchte, dem bieten deutsche Sicherheitsexperten heute den Rundumschutz. Das neueste Modell der Stealth-Fabrik. Trotz hochgradiger Vernetzung bleiben die Maschinen im Netz praktisch unsichtbar und sollen so vor unerlaubtem Zugriff geschützt sein. Thorsten Leibner muss es wissen. Er ist Cybersicherheitsexperte bei Giesecke und Devrient, also da, wo Geld gedruckt wird. Wenn nicht hier, wo sonst sollte die Quelle möglichst absoluter Sicherheitslösungen sein? Die fürs eigene Geschäft gewonnenen Hochsicherheitserkenntnisse bietet der gelernte Gelddrucker inzwischen gegen Bares auch als Dienstleistung für Dritte an. Die Suche nach Sicherheit im gefahrvollen Netz, vielleicht das Lieblingsthema der Deutschen und vielleicht auch eine Chance für Unternehmen hierzulande, sich als profunde Bauherren unterschiedlich hoher Schutzzäune zu positionieren. Was heute schon geht, zeigen Vorreiter der intelligenten Fabrik, meist Firmen, die selbst im Bereich digitaler Technologien oder in der Elektronik tätig sind. Hersteller wie Fujitsu, nebenbei gesagt das einzige Unternehmen, das heute noch Chips in Deutschland produziert, wie Karl-Heinz Wintergeist nicht ohne Stolz zu berichten weiß. Das sei auch der hochgradigen Vernetzung von Mensch und Maschine im gesamten Herstellungsprozess zu verdanken. Ich habe entdeckt, dass es auch gerade der Schwenk bei der Industrie 4.0 in Richtung Assistenzsysteme geht. Das heißt, die Aussagen, die Datenanalyse von so vielen unterschiedlichen Informationen, die kann auch mal über so eine Analyse, über Diagnoseprogramme, kann auch mal Unschärfe abbilden. Nach Einschätzung von industrienahen Forschern wie Dominik Matt wird es aber noch 10 Jahre dauern, bis es wirklich smarte Fabriken zu sehen gibt. Für etablierte Unternehmen eher eine Evolution als eine Revolution. Wir haben 4 unterschiedliche Ebenen identifiziert, in denen die intelligente Fabrik im Mittelstand ansetzen kann. In der Logistik zum Beispiel, also bei Intra- und Extralogistik oder im Bereich des Managements für Zulieferer.
Dann die Ebene der Produktionssysteme. Ein typisches Beispiel ist die hybride Montage. Dann noch die Maschinenwartung und last but not least die ganze Steuerungsebene. Die vier Ebenen sollen 2/3 des deutschen Mittelstandes aus seiner Lethargie heben. Denn 10 Jahre sind in der Old Economy keine lange Zeitspanne. Doch das Bild ist eher trist. Nach einer aktuellen Studie der Commerzbank zeigt sich der Mittelstand hierzulande weiterhin standhaft abwartend gegenüber den Neuerungen der digitalisierten Welt. Welchen Schluss mag man wohl daraus ziehen, dass die Verweigerer zwar in der Mehrheit sind und das Thema eher vernachlässigen, gleichzeitig aber die meisten Mittelständler die Relevanz und die große Chance für Deutschland sehen? Nikolai Enslen erklärt: Der Mittelstand denkt und arbeitet bisher mit einer ganz anderen Logik. So, Mittelstand, wie sieht es denn mit dir aus? Was macht ihr denn zum Thema Industrie 4.0? Wie erzeugt ihr das denn? Das heißt, man fragt im Endeffekt Produktionsbetriebe, die Maschinenbauer, inwiefern sie sich mit dem Thema Industrie 4.0 auseinandersetzen. Und das erinnert mich wieder so ein bisschen, hätte man damals, bevor das Internet entstanden ist, bevor es E-Commerce gab, den Edeka um die Ecke gefragt, ob er denn jetzt nicht eigentlich mal E-Commerce erfinden möchte, ob er denn nicht mal der Amazon der Zukunft werden möchte. Und wir als Synaptikon, wir verstehen uns im Wesentlichen als Enabler. Ein Enabler gegen die Berührungsängste, denn die sind groß. Nicht nur in der Belegschaft oder bei Betriebsräten, auch bei den Unternehmern. Der Mittelstand hat im täglichen Geschäft wenig mit der Digitalisierung zu tun, fühlt sich überfordert von der Geschwindigkeit, der Komplexität und dem fehlenden eigenen Know-how. Doch die eigentliche Überraschung ist das. Sogar die heutigen Innovatoren fühlen sich von der Entwicklung überrannt. Einmal drin in der digitalen Welt schlägt der Paradigmenwechsel erst so richtig zu. Denn auch bei den etablierten Maschinenbauern herrschen Fragezeichen vor. Sie kommen aus einer anderen Zeitrechnung. Im Bereich Industrie 4.0, da höre ich immer von so einem Dreisprung, den ich auch adressieren möchte an dieser Stelle. Sicherheitstechnik geht ungefähr für ein Jahr. PCs ungefähr 5 Jahre im Feld, eine Maschine 25 Jahre. Wenn ich eine Maschine vor 20, 25 Jahren gekauft habe, dann hat die mit Sicherheit Schwachstellen, die ist 1000-fach im Internet angreifbar. Und das eben zu dem Spagat, Cybersecurity-Technologien, die wir heute haben, da muss ich halt beide Sachen irgendwie zusammenbringen, um da eine sichere Lösung zu finden. Innovation ist das große Spielfeld von Start-ups. Ihre Aufgabe ist es, der traditionellen Wirtschaft die Perspektiven der Zukunftsbewältigung zu eröffnen. Deshalb gehört es bei den Veranstaltungen des Munich Network längst zum guten Ton, den anwesenden Experten junge Unternehmen mit Ideen zu präsentieren. In Vorträgen und mit einer Demofläche im Foyer können sie zeigen, dass sie das Zeug haben, die Welt zu verändern. Denn Startups sind der Schlüssel, so die Fachkreise, den Etablierten den Weg zu weisen. Längst geht es nicht mehr um platzraubende Maschinen. Was die Jungen zu bieten haben, passt auf einen Laptop. Was an Kleinstarbeit zu leisten ist, zeigt Asyril. Die Herren aus der Schweiz beschäftigen sich mit der technologischen Beherrschung von sogenannter Schüttware und sind mit ihrer Invention schon ziemlich erfolgreich unterwegs. Hören Sie, wie man selbst kleinste Teile aus der Plastiktüte durch optimiertes Schütteln und Rütteln in die rechte Lage und die Seele des Mechatronik-Ingenieurs geradezu zum Schwingen bringen kann. Zunächst einmal zeigen wir, wie wir die Teile frei bewegen können. Jetzt im nächsten Schritt reduzieren wir die Amplitude der Vibration. Sie sehen, die Teile, die bereits richtig ausgerichtet sind, bleiben im Loch und nur die Teile, die oben drüber liegen, fallen rein, sodass nach wenigen Sekunden 100% der Teile in diesem Beispiel korrekt ausgerichtet werden können, und zwar ausschließlich durch Vibration. Das Schüttgut muss also vereinzelt werden, schon lange nicht mehr mit der groben Hand, sondern mittels feiner Vibration. Der bisher übliche schikanöse Vibrationsfördertopf ist dank Asyril aber out. Jetzt wird mit feinfühliger, weil digital aufs Objekt zugeschnittener Vibration passgenau gesteuert. Und je kleiner die produzierten Teile werden, desto wichtiger ist das präzise Vorvibrieren. Einschließlich der Weiterverarbeitung mit Robotern für Schweizer Präzisionsarbeit. Der Gründer des Unternehmens konvertierte vom hochfliegenden Robotiker zum bodenständigen Maschinenbauer und lässt es jetzt lieber hochwertig schütteln. Was Erfolg doch so alles bewirken kann.
Wie im richtigen Leben geht es auch bei der digitalen Intelligenz in der Produktion nicht immer um das Größer, Weiter und Höher. Ich erzähle es immer gerne mit einem Stift. Das Ziel ist nicht, einen Hochsprungwettbewerb zu machen, welches das Teil so hoch wirft wie möglich, damit es sich nachher wendet, sondern ich werfe es nur so hoch wie gerade nötig. Das ist deutlich schneller und auch deutlich teileschonender, weil die Teile nicht aneinander reiben. Gleich nebenan noch ein Schweizer Jungunternehmen. Hier steht die präzise Fehlererkennung dank neuester Bildauswertung im Mittelpunkt. Irgendwie ja schon ein alter Hut, nicht aber hier. Denn nach eigener Angabe des Unternehmens gelang es mit diesem Produkt erstmals, das ultramoderne und gleichzeitig uralte Konzept des neuronalen Netzes in den Fabrikationsprozess einzuführen. Mit Bildern gefüttert lernt das System, wie das menschliche Hirn in analoger Schaltung, also statistisch, was richtig ist und was falsch. Ganz von selbst. Durch die steigende Zahl von beobachteten Daten wird der visuelle Inspektionsprozess in der Qualitätsprüfung immer genauer. Das Unternehmen Augumenta präsentiert sich im Beauty-Contest der Gründerszene mit intelligenten Gläsern für die Augmented Reality. An dieser Stelle gehen wir mit dem Club of Rome-Mitglied Franz Josef Radermacher in die Schlussoffensive und auf ganz große Flughöhe in die evolutionäre Dimension. In seiner Keynote wirft der Denker den Blick auf gut 2 Millionen Jahre technoide Menschheitsgeschichte und das geht so. Nehmen Sie eines der schönsten Kunstwerke der Frühsteinzeit, der Löwenmensch, den Sie im Moment im Ulmer Museum besichtigen können. Es ist eines Elfenbein, Stoßzahn eines Mammuts, gefertigtes plastisches Kunstwerk, eine Kombination von Mensch und Löwe. Mit damaligen Werkzeugen brauchte man etwa 300 Stunden, um einen zu produzieren. Der Arbeitsprozess ist algorithmisch, wenn man so will, kann man den digital interpretieren. Die wichtigste Knappheit damals waren die Stoßzähne der Mammuts und diese 300 Stunden von Jägern und Sammlern, die eigentlich gucken mussten, dass sie satt wurden. Was würden wir heute machen? Wir vermessen das Ding optisch. Das ist ein algorithmischer Prozess. Wir erzeugen daraus ein 3D-CAD-Modell. Das ist ein algorithmischer Prozess. Wir schicken dieses zu einem Printer oder zu einer Fressmaschine. Wir produzieren ein homogenes Plastikmaterial, das sieht aus wie der Elfenbeinstoßzahn. Wir machen an einem Tag 1 Million von diesen Löwenmenschen, wir können die für 1 Euro verkaufen. Also, was wir sehen ist, dass wir in der Weiterentwicklung dieser Möglichkeiten zu Dingen fähig sind, die ungeheuerlich sind. Und der Kern ist die Fähigkeit, digitale Programme algorithmisch auf einer Maschine abzuhalten. Die Welt im digitalen Algorithmisierungsrausch? Und wo bleibt da der Mensch? Irgendwie beruhigend, zumindest in der kurzfristigen Perspektive. Lean Manufacturing und all die Digitalisierung um sie herum soll menschliche Intelligenz nicht ersetzen, sondern sie besser kapitalisieren. Heißt auch, die große Kluft zwischen Mensch und Maschine zu schließen. So geht es bei der Smart Factory nicht nur um digitale Wertschöpfung, sondern ebenso um Interoperabilität und das Mensch-Maschine-Interface. Die Brücke zwischen der digitalen und der analogen Welt zu schlagen, ist möglicherweise der schwierigste Teil. Und ein so großes Thema, dass es für uns bald eine eigene Sendung wert sein wird.